Welche und wie viel Seminarkosten muss eigentlich der Arbeitgeber tragen, wenn ich eine JAV-Schulung mache? Anreise mit dem Privatjet, Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel, das ganze Wellnessprogramm, was natürlich dazugehört, muss das der Arbeitgeber tragen? Na, da wird's wohl eng. Angemessene Kosten, das muss der Arbeitgeber tragen. Man schaut also hier immer auf die sogenannte Verhältnismäßigkeit. Anreise ja, aber im Zweifel eben nicht mit dem Privatjet, leider, sondern mit der Bahn und im Zweifel auch mit zweiter Klasse. Und die Kosten für das Seminar natürlich selbst auch. Und gegebenenfalls, wenn denn eine Übernachtung stattfinden muss, weil das Seminar an einem etwas weiter entfernten Ort stattfindet, auch die Übernachtungskosten und auch hier die angemessenen. Und dann kommt es vielleicht vor, dass euer Arbeitgeber, euer Ausbilder sagt, ja, gut und schön, dieses Hotel, was dieser Seminaranbieter da ausgewählt hat, aber drei Straßen weiter, da gibt es ein viel günstigeres, nimm gefälligst das. Darf er das? Unter Umständen ja, das heißt, ich werde gegebenenfalls hier Rücksicht nehmen müssen, erst recht, wenn es vielleicht so eine Reiserichtlinie bei euch gibt und eine Reiserichtlinie eben eine Hotelkategorie vielleicht hier vorgibt. Die Rechtsprechung sagt zwar, bei einem Seminar ist nicht nur der Inhalt wichtig, also das eigentliche Seminarprogramm, sondern auch das Drumherum, also der Austausch auch zwischen den Teilnehmern. Wenn aber zum Beispiel durch ein nahegelegenes anderes Hotel sichergestellt ist, dass ich diesen Austausch leben kann, dass ich also vielleicht noch beim Abendessen dabei bin und dann nur zum Schlafen ins andere Hotel gehe, dann sagt die Rechtsprechung, das wird wohl möglich sein, das darf ich von meinen Teilnehmern, auch von meinen JAV-Mitgliedern erwarten. So, wenn ich also 3-4 Tage auf Seminar bin, dann werde ich irgendwann auch mal was zu essen brauchen. Wie schaut es denn damit aus? Auch hier, solche Verpflegungspauschalen wird der Arbeitgeber in aller Regel übernehmen müssen. Wenn er sagt, Essen brauchst du nicht, dann muss er euch zumindest die Spesen zahlen und ihr könntet euch selber was zu essen besorgen. Aber hier wird auch immer was angeboten von den Anbietern. Insofern müsst ihr ja nicht selber loslaufen und im Supermarkt etwas für euch einkaufen. Und dann kann vielleicht auch nochmal die Frage kommen, boah, das Seminar, ich habe so eine lange Anreise, das fängt um 14 Uhr an, ich muss aber 8 Stunden mit dem Zug hinfahren. Das geht ja gar nicht am selben Tag, da fahre ich doch schon mal einen Tag früher los. Sagt der Arbeitgeber, noch eine Hotelübernachtung mehr, jetzt reicht's mir aber. Habe ich also einen Anspruch auf eine solche Voranreise, in der Konstellation, die ich gerade erwähnt habe, klar, da habe ich das. Habe ich aber nur eine Anreise von 2 Stunden und das Ganze geht um 14 Uhr los, na, dann wird wohl von mir erwartet werden dürfen, dass ich erst an diesem Tag anreise. Kommt also immer drauf an, wie lange ist die Fahrt und bin ich ausgeruht, wenn dann das Seminar wirklich losgeht, oder bin ich von einer 8-stündigen Anreise, die nachts um 3 begann, dann so kaputt, dass der ganze Seminartag ehrlicherweise auch im Eimer ist. In diesem Sinne, wir sehen uns beim Seminar.